Ja, also mein Name ist Wolfgang Slane, ich bin Professor am Institut für Softwaretechnologie an der TU Graz, halte Einführungslehrveranstaltungen und auch Lehrveranstaltungen in höheren Semestern. Meine Forschungsgebiete sind agile Softwareentwicklungstechnologien einerseits, andererseits aber auch Programmieren für alle, insbesondere für Jugendliche. Interessiert mich sehr, also auch diese pädagogischen Aspekte. Darüber hinaus habe ich noch weitere Forschungsthemen aus der Vergangenheit, die sich zum Beispiel mit Artificial Intelligence bzw. kombinatorischer Optimierung beschäftigen. Ja, also meine provokative Aussage zum Thema gesellschaftliche Auswirkungen der Informationstechnologien ist: The Singularity is near. Also das ist der Buchtitel eines Buchs von Ray Kurzweil, der momentan bei Google als einer der wichtigsten Wissenschaftler eingestellt ist. Und was die Singularity ist, wissen wir alle von Filmen wie Singularity mit Johnny Depp oder Matrix oder Terminator. Es hat vor kurzem eine Umfrage gegeben unter Informatikern. Nur 2% aller Informatiker glauben, dass das nie stattfindet. Die allermeisten, über 90%, glauben, dass es innerhalb dieses Jahrhunderts stattfindet. Also es ist eine interessante Sache und ich glaube, das wird extremste Auswirkungen haben, denn Singularität bedeutet, wir können nicht voraussagen, was danach passiert. Es kommt zu einer exponentiellen, für uns ununterscheidbar zu sofortiger Veränderung von allem. Und wahrscheinlich werden wir die alle erleben. Bin schon sehr gespannt. Ja, untermauern kann ich diese These eben dadurch, dass ich seit vielen Jahren mich mit Exponentialität im Gegensatz zu Polynomialität beschäftige, das auch unterrichte. Und das ist aber etwas, was die wenigsten Leute gut verstehen. Exponentialität, das ist eben genau das, was du hast, wenn plötzlich ein Phasenübertritt ist, wenn sozusagen ein Tipping Point überschritten wird, wenn die Lawine losgetreten wird oder wenn die kritische Masse erreicht wird und eben es zu einer atomaren Kettenreaktion und Ähnlichem kommt. Und das Gleiche hat man eben auch bei der Singularität. Es wird ein Punkt erreicht, wo die Intelligenz, diese künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, sich selbst verbessern kann. Und da gibt es ja nicht so wie bei der Biologie irgendwelche technischen Einschränkungen. Und daher kann das exponentiell erfolgen und hat dann eben unvorhersehbare Auswirkungen. Wir können uns nicht sagen, was dann alles passieren wird. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja, kann gut ausgehen, kann schlecht ausgehen. Es wird jedenfalls dramatische Auswirkungen haben auf die Zukunft. Zur Singularität gibt es natürlich viele Webseiten und Bücher und so weiter. Eines, das ich schon erwähnt habe von Ray Kurzweil, ist eben The Singularity is Near. Das ist ein Sachbuch, wo das sehr gut untermauert und mit vielen Informationen angereichert sozusagen quasi plausibel macht. Das andere, was vor kurzem erst erschienen ist, da gibt es einen Blog, der heißt Wait But Why, sehr bekannt, ist der Lieblingsblog von Elon Musk, der ja auch vor AI warnt. Und in diesem Blog wird das eigentlich in zwei Artikeln, die sehr lang und ausführlich sind, genau erklärt, warum das niemand kapiert, dass das sehr, sehr schnell auf uns zukommt, weil man eben nicht in solchen exponentiellen Skalen denken kann, gut, und was aber alles darauf hindeutet, dass das kommt. Ja. Das ist ein bisschen so ähnlich wie damals, wie zum Beispiel die Luftfahrt entwickelt wurde. Ja. Also die Gebrüder Wright sind belächelt worden, sind abgestürzt und was weiß ich was. Und kurze Zeit danach hat es kommerzielle Luftfahrt gegeben und jetzt fliegt jeder herum und das ist ganz normal. Wie verändert die These die Gesellschaft? Jeglicher Aspekt der Gesellschaft wird durch diese These vollständig verändert und vor allem unvorhersehbar. Das heißt, ich werde da gar keine Voraussagen machen, denn es ist nicht möglich. Also im Best Case führt es zu einer
perfekten Welt, in der alle Probleme gelöst sind, zum Beispiel Klimaveränderung, kann man durch Technologie vermutlich lösen. Überbevölkerung genauso, das könnte allerdings gefährlich sein. Ja, im Best Case sozusagen erreichen wir damit auch Unsterblichkeit und hohe Intelligenz, viel höher, als wir es uns jetzt vorstellen können, die Weiterentwicklung des Menschen. Im Worst Case, wie in allen Hollywood-Filmen dargestellt, Vernichtung der Menschheit und keinerlei, wie auch immer, vorstellbare Nachkommen. Ja. Wenn alle Kinder coden könnten, würden sich alle mit IT relativ gut auskennen. Ich glaube, dass damit es zu einer Beschleunigung der Veränderung kommen würde, weil mehr innovative Ideen generiert werden. Das ist einfach ganz klar. Das ist so wie bei einem großen Land, wo es viele Menschen gibt, gibt es einfach mehr gute Fußballspieler als in einem kleinen Land. Und genauso ist es beim Programmieren. Da kommt es einfach nur auf die Kreativität an. Und je mehr Menschen es gibt, desto mehr kreative Menschen gibt es. Und deshalb gibt es dann auch mehr kreative Ideen. Und die können halt zu neuen Innovationen führen. Also wenn alle programmieren können, dann gibt es einfach wahnsinnig viele Ideen und dann geht dieser Fortschritt in der IT viel schneller vonstatten als ohne diese vielen Menschen. Man stelle sich nur das umgekehrte Beispiel vor, niemand kann programmieren, naja, dann bleibt alles stehen. Wenn man morgen jetzt sehr nah interpretiert, dann würde ich sagen, entwickelt sich eigentlich die Gesellschaft recht gut. Es gibt immer mehr Menschen, die verstehen, was IT bedeutet. Und daher eigentlich sehe ich die Entwicklung als etwas sehr Positives momentan. Natürlich mit diesem mittelfristig vorherrschenden Damoklesschwert der Singularität, über das wir ja keine Ahnung haben, was dann nachher passieren wird. Man kann sich natürlich so Fragen stellen wie, ja, die meisten glauben, dass das so irgendwie zwischen 2040 und 2060 passiert. Zahlt sich es dann überhaupt noch aus, irgendetwas zu machen, was längerfristige Investitionen oder Ähnliches anbelangt, die danach liegen? Ja, ist die Frage, ne? Zahlt sich es aus, sozusagen ein Haus zu kaufen, das dann erst sich danach amortisieren wird? Oder ist es besser, das zu mieten und darauf zu hoffen, sozusagen, dass man da einen besseren Return of Investment dann insgesamt hat. Ja. Wovor warne ich? Pessimismus, davor warne ich. Das ist nicht angebracht, weil wenn wir uns gut darum kümmern, dann kann das eine der tollsten Zukünfte sein, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also ich glaube, wir leben in einer ganz tollen und ausgewählten Zeit. Natürlich kann es zu dramatischen Verschlechterungen kommen. Ich denke jetzt nur daran, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, was ich nicht hoffe, aber was ja jederzeit sein kann, wenn man daran denkt, wie die Stimmung zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg ganz euphorisch war und wie das dann innerhalb allerkürzester Zeit völlig umgeschlagen ist und also schreckliche Dinge natürlich passiert sind, kann uns das auch jederzeit passieren. Man denke auch nur an den Ex-Jugoslawien-Krieg, wo das plötzlich und sehr, sehr schnell gegangen ist und da ganz grausliche Sachen passiert sind. Also das wäre eigentlich etwas, wovor ich sehr warne, dass es in die Richtung gehen kann. Momentan sind wir in Europa eh ganz gut, muss ich sagen, unterwegs. Wir haben quasi Glück gehabt, dass die Wahlen die letzten so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Denn ein vereinigtes Europa, das stark ist und das jetzt auch noch möglicherweise aufgerüttelt wurde durch die verschiedenen politischen Entwicklungen des letzten Jahres, ist in einer guten Position, um mit all diesen Problemen, die unvermeidlich auf uns zukommen, sei es bei der Überbevölkerung oder auch bei der Bevölkerungsreduktion in den reichen Ländern und dem Ungleichgewicht zwischen den armen und den reichen Ländern und vielen ähnlichen Dingen, eine gute Position hat. Wir sind hier an einem guten Platz, in einer guten Zeit. Natürlich, man weiß nie, was alles passieren kann. Ich warne nur davor, das nicht ernst zu nehmen. Zum Beispiel die Politik nicht ernst zu nehmen. Wir haben eine Verantwortung, hier uns korrekt zu verhalten und das Richtige zu tun, auch zum Beispiel gegenüber den Migranten.
Hier gibt es einfach, wir dürfen den Rest der Welt nicht alleine lassen, sondern gemeinsam daran arbeiten, zum Beispiel die Probleme in Afrika zu lösen. Dort gibt es massive Probleme. Gleichzeitig auch in allen anderen Plätzen der Erde, wo es Krisen gibt, uns nicht rauszuhalten, keinen Isolationismus zu betreiben, sondern uns als dazu fähigen Leute auch da einzubringen und unsere Lösungen vorzuschlagen. Und ich glaube, das ist unsere Pflicht und das ist etwas, was wir tun müssen.